Netzausbau in der Schweiz. Das Übertragungsnetz muss für die Zukunft fit gemacht werden. Nur so können die Maßnahmen, die in der Energiestrategie 2050 skizziert sind, optimal umgesetzt werden. Erneuerbare Energien kommen hinzu und neue Großkraftwerke müssen angeschlossen werden. Dies verursacht schon heute immer mehr strukturelle Engpässe. Swissgrid hat deshalb im strategischen Netz 2025 die dringlichsten Projekte festgelegt, die für den sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Am Anfang steht das Sachplanverfahren. Das Planungsgebiet, zum Beispiel ein Tal, wird grob festgelegt. Danach werden in diesem Gebiet mehrere Korridore geprüft und die Technologie festgelegt. Eine Begleitgruppe aus Behördenvertretern und Umweltorganisationen schlägt eine Korridorvariante vor. Betroffene Bürger und Interessengruppen können sich in mehreren Anhörungen einbringen. Über den Planungskorridor und die Technologie entscheidet der Bundesrat und schreibt sie im Sachplan Übertragungsleitungen fest. Möglichst schonend für Mensch und Umwelt plant Swissgrid dann das Projekt im Detail. Das Plangenehmigungsdossier und der Umweltverträglichkeitsbericht werden eingegeben und von den Behörden geprüft. Der Plan wird dann öffentlich aufgelegt. Beteiligte und Betroffene können jetzt Einsprache einreichen. Sind alle Vorschriften erfüllt, wird der Plan bewilligt. Bleiben Beschwerden offen, müssen diese vor Gericht geklärt werden. Wird der Beschwerde stattgegeben, geht das Projekt zurück ins Plangenehmigungsverfahren oder das Sachplanverfahren muss neu gestartet werden. Idealerweise können gleich nach der Baubewilligung Ausschreibungen und Leitungsbau beginnen. Derzeit dauert es im Durchschnitt 15 Jahre, bis ein Projekt realisiert ist. In der Energiestrategie 2050 ist vorgesehen, den Prozess auf 5 bis 8 Jahre zu beschleunigen, damit ein zuverlässig funktionierendes Netz auch künftig eine sichere Energieversorgung für die Schweiz garantiert.